Trento. 16 mal 533 Millimeter. Sind die starr? Die sind starr, oder? Eins. Auf der anderen Seite. Hä? Torpedorohre, Torpedo. Torpedo ist also die Ladung. Okay. Die haben also 1, 2, 3. Bin ein bisschen verwirrt. Moment nochmal. Ja, zum Nachladen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wieso kommen die auf 16? Ah ja, mal 2. Weil hier hinten ja nochmal jeweils zum Nachladen. Okay. 4 mal 203 mm. Un, due, quattro, cinque. 600er. Das sind die kleinen Türmchen hier an der Seite wieder. 440er, 437er und ein paar 13er. Schutz. Die Türme sehen relativ gut aus. Der Aufzug. Ist halt relativ flach, kann man sagen, im Verhältnis. Wenn ich jetzt mit einer. Moment. Ist jetzt nicht viel höher, aber gefühlt. Na, doch. Gleich. Okay, war bloß eine optische Täuschung. Ist ungefähr gleich hoch. 5,7. Probieren wir es mal. Die Maps sind noch nicht auf dem Dev-Server. Okay. Gunners are searching for airborne and surface targets. Macht ihr Gunners are searching for erstmal. airborne targets. Ship sank. All gunners, hold your fire. Gunners are searching for airborne and surface targets. Gunners are searching for airborne targets. Okay, Flugzeuge sind weiterhin kein Problem. Die Secondaries 1,3 und ja, die Pen kann es eigentlich vergessen. Ich glaube, das ist eher so, schieß mal in Flammen, könntest du fast sagen. Oh, relativ flache Schussbahn. Ja, Treffer versenkt. Verloren. Dann gucken wir mal die vordere Munitionskammer finden. Hört ihr mal kurz auf zu schießen? Danke. Immer noch recht flach, der Schuss. Ja, das war jetzt. Naja. Ja, Tracker, ja. Du siehst jetzt nicht, weil ich Schiff, aber im Titel habe ich es ja. Ich bin, ob das heißt, bin ich gegen das Mikro gekommen. Hauptsächlich Sim-Spieler. Bei Schiffen gibt es noch keinen Sim, deswegen der RB-Modus. Und da eigentlich hauptsächlich fliegen. Boah, ich bin irgendwie enttäuscht auch von der, was. Also Zerstörer locker fertig gemacht, aber jetzt hier einen anderen leichten Kreuzer. Nicht so richtig.
Wieso? Das ist halt im Prinzip hier mal kurz umgucken. Die meiste Zeit bist du im Nebel sowieso in der Ansicht, was eigentlich schade ist. Weil die Schiffchen sind so schön, aber die meiste Zeit spielst du ja so, damit du überhaupt was triffst. Die hinteren zwei hast du gesagt. Jetzt brennt er zumindest. Tobi-Teil, was ist, was für ein Ding? Tobi sagt mir gar nichts. Flaschenkindl verwendet Headwack. Das ist um einiges günstiger, aber also genauso gut und zufrieden wie ich mit Tracker, ja. Ich bleib dabei, die Italiener. Bäh? Sagt mir gar nichts, kenne ich echt nicht. Pff. 5-7 müsste das Ding eigentlich One-Shot sein. Ihr habt es beim Russen vorhin gesehen, wo ich mit dem Zerstörer da drauf geschossen habe. Es war ein One-Shot. Beschissenes Schussbild, also ja. Du findest nicht, was? Okay. Ich guck gleich, Moment. Also für einen 5-7er. Allgemein die Italiener. Also. Mir fehlt die Erfahrung, wie ihr wisst, was Schiffe angeht, aber ich habe jetzt alle anderen auch Tests gefahren und so weiter und habe ja auch ein paar größere. Ich weiß es nicht.